Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of Eden. Ja, in der letzten Folge sind wir hier zur Mine gekommen und das sieht mir doch sehr weitläufig irgendwie aus. Da ist auch ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Moment, wo sind wir denn jetzt hingegangen? Ich dachte eigentlich. Doch, wir sind zum Zielpunkt gegangen. Doch, doch. Okay. Weil jetzt hier ein Fragezeichen ist, dachte ich jetzt, wir sind doch zum anderen Ort gegangen. Berührt sich nichts. Aber das hatten wir Seile schon. blockieren den Schacht. Ja, natürlich wieder Seile. Jetzt nicht mehr. So. Wenn wir Probleme haben, immer die Pistole zücken. Wieso kann ich jetzt trotzdem. Sind da noch mehr Seile? Hallo. Schau mal eben hier hinten nach. Also das eine Seil habe ich jetzt. Ach so, doch, da oben. Die Seile entwirren. Eins von drei. Okay. Wo soll ich denn hier noch Seile sehen? So. Ich wollte gerade drauf schießen. Ah, Gottchen. Okay. Hallo? Gehst du auch mal hoch? Du kannst zwar nicht hochklettern, aber ich kann uns dorthin bringen. Mach das mal. Moment. Wenn ich den passenden Winkel finden würde, heißt das. Ich hatte es doch gerade. Na? Ach komm. Da. Ah, schnell drücken. Geil, ne? Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. So, Moment. Hier ist auf jeden Fall noch eins. Hallöchen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel und wirst gleich nicht lebendig oder so. Also, wir müssen da hinten wahrscheinlich weiter, aber wir können hier auch noch weiter. Die Frage ist, was können wir hier machen? Da können wir was kaputt machen. Oh, wir müssen anscheinend hier weiter. In dem Fall gehe ich dann erstmal zur anderen Seite. Und guck da mal eben. Weil ihr kennt mich, ich muss mir hier alles angucken. Hallöchen, guten Tag. Das Feld brauchst du ja jetzt nicht mehr, ne? Keine schöne Art zu sterben. Es gibt also auch eine schöne Art? Kurz nach dem Orgasmus beim Sex oder so. Also ich schätze mal, wenn man dann einen Herzinfarkt bekommt, ist die Art zu sterben schöner als irgendwo unter einem Balken begraben zu werden. Aber ist jetzt nur meine Meinung. Gut, dann müssen wir jetzt doch von der anderen Seite. Halt, stopp, Moment. Kann ich nicht von hier aus darauf schießen? Zu weit weg, ne? Schade. Da, 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 da! Ich hatte es doch gerade. Nein. Ach komm. Wieso muss man dafür immer so Millimeterarbeit leisten? Leute. Okay, ich muss erstmal umschalten. Ich bin hier total verwirrt, wenn ich hier die ganze Zeit das Zeug sehe. So, Moment. Wo war jetzt die Seite, wo ich drauf schieße? Achso, hier. Fast geschafft. Da kann ich nicht drauf schießen. Wieso kann ich da nicht drauf schießen? Weil ich von der anderen Seite drauf schießen muss. Okay. Na gut. Ist so wie bei Resident Evil. Was musste man da einsammeln? Beim vierten Teil, da musste man irgendwelche Sachen einsammeln. Das weiß ich noch. Oder halt, wenn man die Juwelen oder sowas bekommen hat. Also abgeschossen hat.
So, jetzt ist die Frage, können wir so runterklettern oder muss sie uns dabei helfen? Wahrscheinlich muss sie uns helfen, ne? Nein, 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 du warst auch gerade richtig. Weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob sie hier richtig ist. Aber ich glaube, hier müssen wir hin. Ja, ja, genau, da sind wir hochgeklettert, genau. Frage ist, was ist das jetzt hier schon wieder? Geld. Geld und Fell. Na gut. Heißt das jetzt, hier war jetzt noch irgendetwas mit Fell? Man weiß es nicht. Nein! Moment! Wieso? Warum, wieso, weshalb? Wieso haben wir erst zwei entwirrt? Hä? Ich habe doch drei kaputt geschossen, oder nicht? Och, kommt. Jetzt muss ich nochmal da hoch. Ey, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich zwei kaputt geschossen habe. Wobei, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auf der Seite da hinten war ich nicht, oder? Noch ein Seil, dann haben wir es. Ja, toll. Das ist sicher da oben. Das ist sicher da oben. Erstens, ich will da unten auf die Seite drauf, da war ich nämlich noch nicht. Und zweitens, was meinst du mit oben? Ich muss erstmal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas sehe. Also, wir können noch eins höher gehen. Wie sind wir da jetzt hochgekommen? Eben von hier aus, oder? Das ist die Verbanneranzeige, die leer ist, glaube ich. Wo soll denn jetzt hier... Also hier war ich eben. Da oben müsste ich theoretisch hochspringen. Obwohl, nee, das ist nur die Farbe. Wo soll denn hier jetzt noch ein Seil sein? Die verwirrt mich jetzt. Und hier gehe ich doch wieder zurück. Weil da gehe ich wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Was ist denn das da oben? Aber das ist, glaube ich, nur... Ich sehe von hier oben auch gar kein Seil mehr. Moment, kann ich da jetzt nach links unten? Noch ein Seil, dann haben wir es. Das ist sicher da oben. Ja, was meinst du mit oben, blöde Troller? Sag doch einfach mal ganz explizit, wo wir hin sollen. Also ich vermute mal nach da ganz oben. Aber hier unten waren wir noch nicht. Also dementsprechend nehme ich das mit. Guck mal, da ist sogar eine... verwunschene Truhe oder wie auch immer. Eine magische Truhe. Können wir jetzt so wieder zurückreisen? Ich hoffe es doch. Das Problem ist, wir können ja jetzt so nicht nach ganz oben. Wenn ich da hinziehe... zieht er mich eins tiefer nach unten. Ich sehe auch kein Seil, was ich irgendwie... Also wahrscheinlich habt ihr das jetzt schon direkt entdeckt, aber ich stehe hier entweder total auf dem Schlauch. Moment, da hinten habe ich gerade was gesehen. Aber da kann ich nicht durchschießen. Also ich muss auf jeden Fall hier oben drauf, aber wie soll ich da oben drauf kommen? Es gibt auch keinen Strahl. Oder gibt es... einen von... Moment, oder gibt es einen von hier aus? Der geht aber nur...
Was war denn das gerade? Also ich kann den rechten nehmen, aber dann gehe ich wieder runter, meine ich. Oder? Oder da hinten hin. Naja, der bringt mich wieder tiefer. Nee, das ist dieser eine, wo ich jetzt gar nicht hin wollte. Oh, Leute. Wie komme ich denn jetzt hier höher? Gar nicht. Mich alle nach da hinten. Aber wie soll ich dann das Ding hier rechts abschießen? Wo ist denn das jetzt wieder? Ach, da oben. Ich kann auch nicht durchschießen. Gibt es auch keinen höheren Punkt? Ich muss irgendwie hier hoch. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Da gehe ich halt wieder runter. Ist die Frage, wenn ich da jetzt runtergehe, gibt es dann hier vielleicht irgendwas, was mich dann da hochziehen kann? Weil der sieht ja eher so aus, als ob der mich dann da hochziehen kann. Oder kann er mich von der Seite aus? Könnte vielleicht sein. Ah, komm, komm, ich hab's doch gerade. Ah. Das ist eine gute Überlegung gewesen, was? Okay. Der Aufzug sollte jetzt befreit sein. Na danke, endlich. Oh mein Gott, war das jetzt eine Aktion. Na gut. Also, ja, lass mich doch einfach mal in die Seite gucken, wo ich hier die ganze Zeit hingucke. Moment, da komme ich mit runter, aber nicht von hier aus, oder wie? Nicht von der anderen Seite aus, so wie es aussieht. Moment, hier komme ich runter. Sehr schön. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was sich in der Mine befindet, aber zumindest können wir den Aufzug, so wie es aussieht, jetzt endlich nehmen. Hoffentlich ohne Zwischendinger hier. Hier können wir nichts mehr einsammeln, ne? Nein. Okay. Dann nicht. Achso, können wir nicht? Müssen wir direkt hier machen? Die Balken sehen schwach aus. Werden Sie mich tragen? Möchtest du lieber hochklettern? Wenn ich wählen könnte, wäre ich am liebsten überhaupt nicht hier. Ne? Okay. Na, Hallöchen. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Also die nehmen wir nicht mit, aber den Inhalt. Reißender Fluss ist ein, ja, Armband, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, Quatsch, hier ist Inventar. Nee. Ein Armband oder ein Bannring? Moment. Verursacht der nächste Schlagangriff mehr Schaden? Schlagangriffe verursachen 50% mehr Schaden, kosten aber mehr Punkte. Jeder Gegner, der mit einem Schlagangriff getroffen wird, erhöht den Schaden von Schlagangriffen. Ist stapelbar. Nee, dann lassen wir den hier erstmal. Der macht auch nicht wirklich mehr Dinger. Nee, nee. Wir lassen den erstmal. So. Ach, es geht nichts über Schnee. Ich habe mir mit meinen Schwestern stets Schneeballschlachten geliefert. Natürlich musste ich sie immer gewinnen lassen. Mhm. Und du?
Mit meinem Mentor Nicola Fatio de Dilie war ich einmal in Cambridge, seinen Freund Isaac besuchen. Mr. Newton mag ein brillanter Wissenschaftler sein, aber er und Nicola konnten ewig reden. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich weiß. Ich ging runter in den Innenhof. Schneeflocken rieselten gemächlich vom Himmel. Es sollte mir peinlich sein, das zuzugeben, aber ich habe im Innenhof der Cambridge University wie ein kleines Mädchen im Schnee getanzt. Ja, und warum sollte ihr das peinlich sein? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich hab's geahnt. Ich bin bereit. Du bist ja auch schon die ganze Zeit am Kämpfen. Die Frage ist nur... Achso. Ich dachte, da hinten wäre noch einer gewesen. Aber anscheinend nicht. Na gut. Und ich hatte gerade noch gedacht, ob wir jetzt endlich durch sind und erstmal keine Gegner mehr bekommen. Aber nein. Das Spiel möchte das nicht. Dolden Winterlieb, okay. Hast du was gehört? Ja, ganz in der Nähe. Den Nebel vertreiben, okay. Das heißt, wir dürfen da noch nicht hoch? Mit ihm dürfen wir auch nichts vertreiben. Beziehungsweise ihn müssen wir wahrscheinlich danach dann besiegen, nehme ich mal an. Oder müssen wir doch erstmal einen anderen Weg einschlagen? Weil ich kann ja nicht hoch. Ich gehe erstmal mal raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil das hört sich auch so an, als ob das oben ist, komischerweise. Moment. Wir konnten doch... Ah ne, wir konnten hier links noch durch. Aber wir können hier nicht mehr runter. Ja, das ist doch super. gehen wir trotzdem erstmal da unten den Weg entlang. Falls wir denn da rumkommen, heißt das. Was wir so wie es aussieht nicht tun. Die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht? Fell. Fell hat es uns gebracht. Aber wir kommen hier trotzdem nicht weiter. Das ist natürlich schlecht. Ich laufe mal mit ihr die ganze Gegend ab. Aber wir müssen doch eigentlich unten was machen. Oder musste er jetzt gerade ein Ritual machen? Bin mir halt nicht sicher. Wir haben halt nur diese eine Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Hier sind überall die Geisterdinge. Dann liegt hier dieser... Also dieser Durchgang, wo wir nicht rumkommen, ist hier. Dann das, wo wir keine Beschwörung und nichts machen können. Wobei, Beschwörung müssten wir mal ausprobieren. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Habe ich jetzt irgendwas übersehen?
Ich höre das halt von allen... Oh, Moment. Ich habe tatsächlich was übersehen. Nee, das war der... Hä? Das war der Eingang, wo ich herkam eben. Aber ich höre die doch hier auch. Bin ich denn doof? Ey, das würde mich bekloppt machen, ne? Ach, das höre ich, glaube ich. Ja, geil. Und er kann die nicht. Ach, nee, ne? Das geht aber auch nicht damit, oder? Schade. Oh, aber die Dinger hier unten gehen kaputt. Auch nicht schlecht. Okay, aber ich höre auf jeden Fall das Teil da oben. Dann weiß ich zumindest schon mal, was mich hier die ganze Zeit so am Anflüstern ist. Aber... Hey, jetzt gehe ich wieder raus? Wieso gehe ich jetzt raus aus dem Bereich? Hä? Bin ich jetzt hier von der anderen Seite? Ach nee, ich bin jetzt wieder an dem Bereich. Ah. Oder? Nee, das ist ein anderer Bereich. Jetzt bin ich ja total verwirrt gerade. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder in dem Gebiet drin. Also müsste ich doch eigentlich irgendwo hier was finden, womit ich das vertreiben kann, oder nicht? Ah, ja. Für euch alle. So. Sehr schön. Jetzt habe ich zwar komplett die Orientierung verloren. Ich weiß noch, von wo wir kamen, also keine Sorge. Aber irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden, warum ich dann jetzt auf einmal aus dem Gebiet raus bin, obwohl ich doch eigentlich gar nicht weggegangen bin. Weil hier bin ich drüber gesprungen. Und was ist jetzt hier oben? Da durfte ich eben nicht hoch. Wo komme ich denn da aus? Ich komme dahin, wo ein Hund... Okay, wir gehen erst noch mal kurz runter. Ich hatte doch unten noch so ein weißes Teil zum Schießen. Wo war denn das jetzt noch mal? Hier auf der anderen Seite, oder? Irgendwo und dann, glaube ich, hier links. Ja, ja, ich höre es schon. Genau, das holen wir uns erst noch. Beziehungsweise die Seelenscherbe davon holen wir uns. Da gerade was bewegt? Nee. So, was mich jetzt allerdings ein bisschen irritiert, dass wir dahin müssen und hier dieser Hund hängt. Also gucken wir trotzdem noch mal eben hier. Oder Wolf. Kann natürlich auch ein Wolf sein. Ja, das dachte ich mir schon. Aber sonst nichts? Ah, okay. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt hier noch irgendwo ein Weg oder so. Aber gut. Dann haben wir uns zumindest das Feld schon mal gesichert. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt genau für was brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da nie so drauf geachtet. Ich weiß nur, dass da ziemlich viele Kräuter wohl verwendet werden bei den Ritualen. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wofür wir das Fell überhaupt brauchen. Oh, Mist. Oh, na super.
Pass auf! Die Vogelscheuche hat ihre Gestalt gewandelt. Erst physisch, dann spektral. Wie nervtötend. Lauf, Red! Ja, ich weich doch schon aus. Oh. Das könnte wehtun. Ja, ich weiß. Der Vogelscheuche hoffentlich auch. Krähen folgen dem Ruf. Er braucht halt so lange, bis er aufgeladen hat. Boah, wo kommen die Krähen her? Nimm die Beine in die Hand. Eine Vogelscheuche. Ich bin ja gespannt, wie viele andere Arten von Geißeln noch in Juiden ihr Unwesen treiben. Denk lieber nicht darüber nach. Siehst du die Leichenteile da? Ein guter Ort, um das herbeizurufen, was in der Nähe verweilt. Das will ich aber nicht. Außerdem habe ich gedacht, das wäre jetzt die Vogelscheuche, die hier in der Nähe verweilt hat. Jetzt sag mir nicht, ich soll jetzt noch einen Gegner hier. Oh. Aber ich kann keine Geißel machen. Ich kann überhaupt nichts machen hier. Hä? Ja, geil. Ja, also wir können es nicht machen, weil wir nicht genügend Ressourcen haben. Das ist doch scheiße. Können wir denn jetzt hier hoch? Können wir da vielleicht noch Ressourcen sammeln? Das bringt mir jetzt natürlich nichts, hier rumzueiern, wenn ich das eh nicht machen kann. Hallo, guten Tag. Kann ich vielleicht einmal ohne Kampf hier rumlaufen? Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Hier war doch gerade irgendwas. Aber nichts aus der Spektralwelt, okay. Hinten rechts ist auch noch was am Leuchten. Na gut. Aber es war, glaube ich, das, was er gespürt hat, oder? Wenn ich jetzt wüsste, was ich brauche für das Ritual. Ich gehe noch mal kurz gucken, ob ich da noch was... Das Problem ist, wenn ich jetzt tatsächlich wieder das Falsche nehme, ne? Dann habe ich ja wieder nicht mehr genug. Aber die haben von der Geißel gesprochen, also gemeiner Schwefel. Oh, bitte sag mir, dass das richtig ist, eine Geißel zu beschwören. Die sagt auch nichts mehr, wenn ich hier bin, ne? Wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe... Ehrlich gesagt weiß ich... Ich meine, sie hätte eben was von der Geißel gesagt. Es ist das Falsche. Er macht es schon wieder so. Ich beschwöre euch. Ach, äfft euch doch, ganz ehrlich. Jetzt habe ich wieder nicht genug. Das ist nicht das Ritual, das ich genommen hätte. Ja, warum sagst du blöde Kuh dann auch nichts, Mann? Oh, das ist so ätzend. Achso, ich wollte auch mal eben nachgucken, was ich brauche. Weil wenn ich das denn doch nochmal finde. Gemeiner Schwefelporling oder sowas. Schwefel auf jeden Fall. Das muss ich mir merken. Also steht da eigentlich den Aufzug neben. Ich dachte, den haben wir vorhin genommen. Aber jetzt leuchtet da nichts mehr, ne? Ja.
Ach, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Dann sollen sie einfach sagen, welches Ritual sie haben wollen. Ach, das war ein Feuer. Das Ding können wir nicht benutzen. Das bringt uns nicht weiter. Da geht's runter. Ja. Ach, das ist das, was ich freigeschossen habe, glaube ich, ne? Was mir natürlich nicht allzu viel bringt. Ach, hier können wir aber hoch. Wir können nur nicht rein. Toll. Hat uns ja jetzt viel gebracht. Gemeiner Schwefel, Porling. Oh Gott, dann machen wir das jetzt nochmal eben. Ich weiß, ich zögere hier gerade die Folge total hinaus. Aber ich finde es so blöd, die erzählt mir hier einen von Geißel und dann soll ich nicht das Geißelritual nehmen, sondern ich soll anscheinend das mit der Manifestation nehmen. Was ich ja sonst genommen hätte, hätte sie mir nichts von der Geißel erzählt. Ah! Was war das mit Haken eigentlich nochmal? Okay. Zeigt mir eure wahre Gestalt. Sie lernen es einfach nicht, oder? Ja, bloß nicht ausweichen. Ja, genau. Ich komme mir vor, als wäre ich eine Zielscheibe. Ja, bist du auch gerade. Alter, weich bloß nicht aus. Beweg dich mal. Ja, wäre schön, aber macht er irgendwie nicht. Die Leiche schießt gleich. Nee, echt? Den wollte ich jetzt eigentlich nicht schießen. Auf ihn wollte ich aber schießen. Mann! Du wirst anvisiert, Red. Nee, echt? Ich habe ja auch keine einzige Sekunde, um mal kurz hier nachzuladen. Ich glaube, der nimmt mich einer aufs Korn. Ja. Nur nicht ausweichen, alles gut. Warum habe ich das Gefühl, dass wir vollkommen schutzlos sind? Weil wir das sind vielleicht. Einfach nicht, oder? Halt den Schemen von der Leiche fern. Er hat es auf dich abgesehen. Ich krieg das auch allein hin. Hallo, wieso kann ich nicht auf sie wechseln? Gleich kommt der Schuss. Von mir, ja? Ach, da oben sind auch noch welche. Oh, wollt ihr mich denn hier veräppeln? Hat da gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt?
Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespannt hat. Nicht? Das ist für dich. Alter, wollt ihr mich verarschen? Konzentrier dich auf einen anderen. Der Schleier beschützt den hier. Echt jetzt? Nein, der wird nicht geschützt. Aber wieso braucht er zwei Schüsse? Alter! Versuch es noch einmal. Du sollst ja auch den anderen treffen und nicht den. Nee, echt? Wieso kann ich jetzt die obere nicht mehr anvisieren? Wie seid ihr das jetzt hier? Vorsicht! Elite besiegt. Plus eins auf allen Attributen. Es tut mir leid, dass diese Folge jetzt so lange geworden ist, aber oh. Alter, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so ein Chaos hier geben würde. Aber ich gebe zu, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Jetzt gehe ich ganz schnell nach hier oben, damit nicht noch mehr von den Typen kommen. Holla, die Waldfee. Ja. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Jetzt, wo die Folge eh schon so lang geworden ist, aber wir es trotzdem geschafft haben, den noch zu besiegen. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal in Ruhe gucken, wie wir den Aufzug wieder in Gang setzen können hier. Und ja, was wir da generell machen müssen, finden müssen und so weiter. Oh, mir tun meine Hände gerade total weh. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.